Hallo zusammen. Hallo, ihr Lieben. Die Messe Düsseldorf ist vorbei. Wir wollen Videos hochladen, die wir bearbeitet haben. Wir haben viel zu wenig Space zum Hochladen und deswegen suchen wir uns immer Plätze mit WLAN. Was man da alles für schöne Plätze findet, das zeigen wir euch jetzt dann im Anschluss. Also, wir waren auf 3 Plätzen gestanden mit WLAN. Wir waren in Elsdorf, da gab es gar kein WLAN. Nein, wir waren dafür gab es aber diese Abbruchkante vom Tagebau Hambach. Da machen wir extra Video drüber. Ja. Dann waren wir in Zerkal, in Rureifel. Ja. Wunderschöner Stellplatz. Ja. Allerdings, wo brauchten wir da Brot? Wollten zum Bäcker fahren? Gibt es leider da nicht. Und dann sind wir halt da wieder weitergefahren. Und zumal das WLAN ja auch nicht richtig vorhanden war. Es gab WLAN, aber das hätte einen Tag gedauert, bis ich da ein Video hochkriege. Also haben wir gesagt, fahren wir weiter, fahren wir nach Blankenheim. Ja? Mhm. Wieder ein schöner Stellplatz und da sind wir jetzt gerade, weil da auch WLAN ist. Und da gibt es auch WLAN, theoretisch. Ja, ja, in der Praxis auch, nein. Ja, Praxis so gut wie keins. Und ja, aber wir schauen uns jetzt mal die Gegend an. Also wenn wir dann besser gerüstet sind mit WLAN, dann finden wir solche schönen Stellplätze wahrscheinlich nicht mehr. Ja, das ist nicht gesagt. Also auf jeden Fall sind wir jetzt dadurch, da wir auf der Suche nach WLAN waren, eigentlich an 3 schönen Orten gewesen. Und dieser Ort, der zeichnet sich jetzt nochmal aus, indem er hier die Aarquelle hat. Richtig, wir sind ganz unverhofft, sind wir jetzt in dieses Überschwemmungsgebiet reingekommen. Und an der Quelle der Überschwemmung stehen wir jetzt. Und da nehmen wir euch jetzt mit zu einem kleinen Ausflug. Denn dass wir die uns jetzt natürlich anschauen, das ist ja wohl ganz klar. Logisch. Und wenn ihr da mitschauen wollt, dann bleibt jetzt einfach dran und begleitet uns. Genau, hinten könnt ihr auf den Gepäckträger drauf. Thank you.
überraschend sind wir in dem Überschwemmungsgebiet gelandet. Auf der Suche nach WLAN. Ja, wir waren in der Rureifel und da haben wir schon gesehen, da, die haben ein bisschen mit Überschwemmung zu tun gehabt, aber das war nichts Schlimmes, weil der Ruhrsee hat das alles aufgefangen, haben wir uns erklären lassen. Wir sind dann über Olef gefahren, da war nämlich auch ein Stellplatz eingezeichnet mit WLAN, der allerdings auch kein WLAN hatte. Ja, aber da sah es schon ein bisschen etwas kritisch aus. Die Bilder können wir euch ja eins zeigen, die wir da teilweise noch vorgefunden haben. Und es war schon übel. Und ich meine, das, was in Ahrweiler und so weiter gewesen ist, da sind wir natürlich nicht hingefahren. Und es war gar nicht unsere Absicht, ins Überschwemmungsgebiet zu fahren. Aber wie wir dann zum nächsten WLAN-Stellplatz nach Blankenheim gefahren sind, da haben wir uns gedacht, ja, da haben die wir A-Quelle, die schauen wir uns an. Ja, genau, weil wir das in der Beschreibung dann gelesen haben, dass hier die A-Quelle ist. Und wenn man sich jetzt vorstellt, aus diesem kleinen Bächlein, Quelle, ja, Windsaal, ist so ein Unglück geworden, kommt da so eine riesige Sturzflut nachher raus. Ja. Also es ist schon enorm, was das Wasser für eine kann man jetzt so sagen, das ist die Wurzel allen Übels? Nein, das würde ich jetzt nicht sagen, weil die läuft ja ganz gemächlich. Die Wurzel alles Übel ist dieser starke Regen und wie es heißt, durch den Klimawandel verursacht. Ja, also das ist der Wurzel alles Übels, nicht die Quelle. Zumindest dann nehme ich ja auch Lebenselixier. Zumindest habt ihr es gesehen. Und Blankenheim ist übrigens eine sehr schöne Ortschaft. Ja, es lohnt sich ja, also mal herzukommen. Und sich das anzuschauen, das ist ein schöner Stellplatz mit allen Versorgungsmöglichkeiten. Ja, genau. Nur das WLAN ist schlecht. Es sind nicht alle so auf WLAN angewiesen wie wir. Und wir kümmern uns ja jetzt auch darum, dass das wir in Zukunft auch nicht mehr sind. Genau. Aber jetzt schauen wir uns dieses kleine Städtchen noch an. Sieht sehr, sehr schön aus. Jawohl. Die letzten Minuten im Blankenheim haben angebrochen. Sind angebrochen.
sind begonnen. Also es war sehr schön hier, der Stellplatz ist schön. Man kann hier sehr schön stehen. Es war natürlich interessant, dass das zufälligerweise die A-Quelle ist. Wir haben es vorher nicht gewusst. Ja? Nein. Ich wollte übrigens noch zur A sagen, die Verwüstungen, die sind dann etwas weiter unterhalb entstanden, glaube ich. Ja? Hier ist zwar Wanderweg auch gesperrt, aber wir wissen nicht, ob das ab hier auch schon Hochwasser gewesen ist. Mhm. Die Ahr ist 90 Kilometer lang und mündet bei Sinzig in den Rhein. Und das ist in der Nähe von Remagen, wenn sagt dem einen oder anderen vielleicht etwas mehr. Ja. Mhm. Also kann man durchaus empfehlen. Für Wanderer ist es sehr gut geeignet, für Radfahrer? Ja, nicht so, was wir jetzt schon festgestellt haben, aber man kann auch Fahrrad fahren. Ja, wir sind jetzt mit dem Fahrrad unterwegs gewesen in der Stadt, aber wir haben keine richtige Fahrradtour gemacht. Nein. Aber es waren etliche Radler unterwegs, also es geht sicherlich irgendwas. Ja, ja, vom Stellplatz bis zur Achquelle sind es jetzt gerade mal 0,8 Kilometer, ja. laut Wegweiser. Mhm. Also da braucht man nicht unbedingt ein Fahrrad. Macht euch kundig. Mhm. Der Stellplatz an sich ist schön mit Ver- und Entsorgung und auch schön eben, also kann man auch sehr ruhig, kann man gar nichts sagen. Und Mülleimer hat es ja, sogar. Und da. Mit WLAN, was so gut wie nicht funktioniert. Aber das WLAN, okay, dieses Thema wird bei uns hoffentlich bald abgeschlossen sein. Da finden wir die schönen Stellplätze nicht mehr. Warum nicht? Warum nicht? Egal wie. Mhm. Also vielen Dank fürs Zuschauen. Mhm. Wir fahren jetzt heim, damit ist jetzt die Messe Düsseldorf, bis auf den Rest, den wir jetzt noch online stellen, erledigt. Und wir freuen uns schon auf die Messe in Freiburg. Freiburg, ja. Denkt bitte dran. 29. September. 30. September bis 3. Oktober. Ja, wir sind schon ab 29. dort, deswegen. Ja, aber da die Messe beginnt ab 30. Ja, und wir sind die ganzen Tage dort. Mhm. Wir sind auch da am Podium. Ja, da ist ein Podium und da sind wir zu erreichen. Da gibt es also extra so ein Camp mit lauter YouTubern. Könnt ihr euch anschauen. Wir blenden das jetzt noch im Abspann ein. Und wir würden uns auf jeden Fall freuen, wenn wir viele von euch da treffen würden. Ja. In Halle 4 ist der Vortrag und da daneben ist das Camp. Ja, und wann wir Vortrag haben, das wissen wir jetzt nicht auswendig, aber irgendwann haben wir. Wir haben Donnerstag und Samstag. So um 13 Uhr. Ist egal, also man kann das rauskriegen. Wir verabschieden uns jetzt und fahren jetzt weiter Richtung Alzey und dann fahren wir morgen gar heim. Jawohl, die Tage der Freiheit sind wieder vorbei. Und dann beginnt wieder der Alltag. Das strenge Rentnerleben beginnt dann wieder. Der Alltag, den er halt jeder auch hat. Also. Wenn es euch gefallen hat, gebt uns einen Daumen hoch, freuen wir uns immer drüber. Und ansonsten wünschen wir euch alles Gute. Ja, tschüss. Ciao.